Hallo und herzlich willkommen bei Panzerkunde mit dem Unikum in der Garage vom Commander. Hallo Bio. Hallo. Hallo E3. T110 E3. Ihr seht ihn nicht, altes Spiel. Ich habe ihn momentan nicht. Deswegen seht ihr den E5 und den E3 nicht. Aber was ihr seht bzw. hört, ist den Bio, der uns erzählen kann, was an Modulen in den E3 rein sollte und was an Mannschaft. Ja, bei den Modulen ist es eigentlich genauso wie beim E4 letztes Mal. Also, wie wir ihn letztes Mal besprochen haben. Also Ansätze, also wenn man natürlich offensiv spielt, kann man ja bei ihm machen. Man muss ja nur gucken, ob man nicht umfahren wird, aber gut. Ansätze, Lüftung und Waffenrichtantrieb macht eben Sinn. Und wenn man eben eher so ein bisschen defensiv spielt, dann neigt dann kann man auch die Lüftung weglassen und stattdessen da eben Tarnnetz reinbauen. Ja. Ja, dann, also eigentlich E3 und E4 ist relativ viel gleich, die Crew ist auch ziemlich gleich. Allerdings geht es am besten aber nochmal komplett durch. Also beim Kommandanten natürlich sechste Sinn und beim Rest Reparatur dann. Dann im zweiten überall Waffenbruder und im dritten beim Kommandanten Reparatur. Beim Richtschützen da keine ruhige Hand, weil der E3 nämlich keinen Turm hat. Ja, genau, weil der E3 keinen Turm hat und stattdessen, ja, Büchsenmacher oder eben Scharfschütze. Also ich tendiere dazu Scharfschütze, ehrlich gesagt. Bringt zwar noch Ja, mal ein bisschen was, aber. ich war auch echt vom Büchsenmacher ein bisschen enttäuscht. Ich hatte das mal ausprobiert auf ein paar Tanks und so richtig genau ist die Gun danach auch nicht. Also insofern, ja. Was man auch machen kann, ist, also hier jetzt beim Richtschützen, wenn man eben dazu neigt, TD sehr defensiv zu spielen, was man ja auch durchaus machen kann, dass man dann hier schon Tarnung reinnimmt, aber ja. Genau, der nächste ist dann der Fahrer. Der sollte eigentlich meist am Bremshebel bekommen. Macht halt Sinn bei TDs, gerade die keinen Turm haben, damit die sich schneller drehen können. Ja, dann der Ladeschütze als dritten Skill natürlich die sichere Lagerung. Und der zweite Ladeschütze, der sollte dann den Adrenalinrausch bekommen. Ja. So ist das. Okidoki. Ja, das ist doch gut. Und da der E3 eigentlich nur so richtig interessant im Tank Inspector ist, switchen da gleich mal rüber, denn das Ding ist ja zeitweilig doch relativ trollig als Gegner. Und nicht drollig, sondern trollig. Schalten wir rüber in Tank Inspector. Machen wir. Alles klar, bis gleich. Gleich. Spectre mit dem Bio und dem T110 E3, dem Stahlschweinchen. Ja, sag mir, was ich tun muss und zeig mir die Horrorpanzerung des Angstgegners schlechthin auf. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal oben an. Also man denkt ja immer, oder es ist ja auch so 99, sagen wir so 95% der Fälle ist es ja auch so, dass man durch irgendwie abstehende Sachen wie Kommandantenluke, MG-Dinger oder ähnliches, wie beim E4 zum Beispiel, durchkommt. Aber hier irrt man sich dann ganz dezent, weil wenn man mal direkt in die Farbansicht geht, das MG-Teil da oben drauf, das hat einfach eine Panzerung, also ist immer schön rot. Und es hat eine Panzerung, also ich habe hier jetzt, ja, 300. Oh, 300 bis 400, je nachdem, wo du hintriffst. Genau, ja. Also, Und nichts das, gut. ja, das Lustige ist auch, wenn man den fährt, das ist echt so, dass ganz viele Treffer da oben drauf immer sind. Also versuchte Treffer, also Abpraller. Ja, dann Ja, gehen wir was mal ein macht bisschen. man? Was tut man, wenn man ihn vor sich hat? Ja, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen nach unten. Da sieht man ja dann in der Farbansicht diese grüne Fläche. Ja. Also zwischen Kanone und zwischen dem MG-Nest. Yep. Wenn man da einmal aus der Farbansicht rausgeht und seitlich drauf guckt, dann sieht man, dass die Fläche relativ stark angewinkelt ist. Diese besagte grüne Fläche. Das heißt, wenn man da drauf schießt, ist es auch ein Abpraller, aber wenn man jetzt nochmal von vorne guckt und nochmal in diese Farbansicht geht, dann sieht man ja links diese drei türkisen Viewports. Wenn man so mal, ja, ein bisschen unter dem mittleren, also links auf der Seite der drei, wenn man da in der Mitte nimmt und da drunter mal guckt, da kommt man durch. Das ist zwar echt nur wenig. 76. Genau, das geht halt rüber bis zu dem, ja, dritten von links, also der erste von rechts. Genau, und das ist einfach, weil es ist eben Viewport, das ist irgendwie wahrscheinlich für den Fahrer oder so eine Ja, Einstiegsluke. ich glaube, ja, genau. Ich glaube, das ist Teil der Luke, wo man dann durchkommt, auf den Genau, ja. Lukenkranz. Aber das ist auch nicht, also ja, ihr werdet es ja selber wissen. Es ist jetzt auch nicht so, dass man da jedes Mal durchkommt. Genau, eher sogar nicht, aber Tricky. es ist nun mal so eine Stelle. Das Problem ist, schießt man da so einen Zentimeter zu tief, dann ist direkt 400 mm Panzerung angesagt und dann ist auch Ende. Absolut, ja. Beziehungsweise also 400 mm Pendi, man braucht fast. Dann ist Ende. Ja, Kanonenblende braucht man nicht drüber reden. Wenn man mal ein bisschen guckt, so oben links habe ich hier 900 effektive Panzerung. Da ist halt überhaupt, 986, alter das ist Falter. überhaupt kein Durchkommen.
Die obere Wanne auch nicht. Das ist auch relativ angewinkelt und gut gepanzert. Untere Wanne, da wird es da wieder interessant. Und zwar, es funktioniert links und rechts in der unteren Wanne wieder. Also wie beim E5 und beim E4 sind das so Weak Spots. Allerdings ist es natürlich schwer zu treffen. Und dadurch, dass der E3, also es ist so ein kleiner Tipp, also gerade so im laufenden Spiel, wenn der E3 eben schießen will, dann fahren die oftmals aus der Deckung raus, drehen dabei ihre Wanne. Und dann kann man den, also wenn er dann angewinkelt steht, weil er gerade drehen muss, dann kann man ihn auf die Seite, die er zeigt, also die er zu dich zeigt, so. Zugewandter, ja, da hast du nur Genau, ja. 250 PIN. Genau, da kann man dann durchkommen. Ansonsten, es ist echt ein schwerer Panzer und ich neige dazu, echt einfach Gold zu nehmen und dann durch untere Wanne zu ballern irgendwie, weil Ja. Autopen ist das Ding auch nicht mit der unteren Wanne, wenn man guckt, das ist Nee. halt ziemlich viel Panzerung. Wenn man so tief schießt wie Ja. beim E4 Abpraller Absolut, ja. und wenn man eben, ja, mittig auf der unteren Wanne guckt, dann hat man immer noch 260. Ja, auch mittig die Ecken sind jetzt echt. Der Bereich, wo man durchkommt, ist nicht groß. Also. Ja, Das ist stimmt, ja. wirklich besser, wenn er rangiert oder rausfährt, dann ist das schon eher machbar. Ja, gut, da ist natürlich so ein E3 ist natürlich komplett harmlos, wenn man neben ihm steht, dadurch, dass er keinen Turm hat. Dann schießt man ihn einfach in die Ketten, die Dinger sind dann ab und dann übers. Absolut. Aber ich sag mal, vielleicht sogar auch noch Huldown und dann noch ein bisschen am Rumzappeln, habe ich schon das ein oder andere Goldmürmelchen sinnlos verschwendet. Ja, das Gefährliche ist auch immer, wenn er dann noch Support hat von irgendwie was ein bisschen Ja. schneller schießt, zum Beispiel so ein, keine Ahnung, E5 oder sowas, dass man den halt auch nicht Ja. gerade dann noch umrunden kann. Weiß man sich da schon mal die Szene dran aus. Was Ja. man halt auch, wenn man mal von der Seite guckt, natürlich wieder die Ketten, weil das heißt natürlich ist auch nicht selbstverständlich. Da kann man, hat man keine Space Armor. Wenn man zu weit vorne auf den Turm schießt, da sollte man auch echt aufpassen, da prallt man dann auch ab. Man sieht ja auf der. Also wenn man seitlich auf den Turm guckt, links bzw. rechts, je nachdem, von wo du gerade guckst, sieht man diesen roten Bereich seitlich auf dem Turm. Und ja, also am besten einfach im hinteren Drittel oder in der hinteren Hälfte einfach irgendwie hinschießen des Turms, sondern passt das. Ja. Ja, dafür ist er halt relativ langsam. Also, Das aber stimmt. wenn er irgendwo eingebunkert steht, steht er da. Also. Und mit Ja, gut. HE haben wir auch schon versucht. Mit HE macht man bei einer 400er Panzerung hier vorne irgendwie halt auch nicht so richtig viel Schaden. Schon ein garstiges Gerät. Ja, da prallt ja dann HE auch in der Regel mal ab. Also, Ja. zumindest jetzt von nicht, also vielleicht nicht, wenn man E100 spielt, aber irgendwie, wenn man jetzt so ein i7 oder sowas hat oder gerade Ja. Mediums mit HE, kann man eh vergessen. Kann's knicken, ja. Ja, giftiges Teil, auf jeden Fall. Aber ich Genau. finde auch, so richtig kleiner Knubbel. Also ich mochte den eigentlich. Das ist auch ein Tank, den ich mir wieder kaufen werde, auch wenn er langsam ist, aber der hat am meisten WTF-Momente irgendwie im Game. Wo du schon halt so richtig merkst, wo die Gegner halt auch gar keinen Bock auf dich haben. Ich gar nicht. Ja, genau. Ja, super. Dann, wenn du nichts mehr hast, schalt mal gleich ins Gameplay rein. Genau, und ich verabschiede mich wieder bis zur nächsten Folge. Jo, bis denn. Tschüss. Dann. Und da sind wir auch schon in-game mit dem Mother Truckin' Mexican. Mother Truckin' Mexican. Ah, der Name wohl aus irgendeinem Film kommt? Keine Ahnung. Jo, er fährt den E3, hat schon ein paar Gefechte auf der Uhr, ist auch ein ganz guter Spieler, kann man nichts anderes sagen. Und die Map ist Airfield, Flugplatz. Und Airfield gibt es ja eigentlich nur so wenige Meeting Points, möchte ich mal sagen, wo sich die Tanks irgendwie treffen und kloppen. Das ist einmal auf der Minimap hier. Dann gibt es so ein paar vereinzelte Spotter-Aktionen, die hier draußen passieren. Die Arti steht meistens hier oder hier hinten. Beim Gegner steht sie da oder hier in dem Bereich. Man kann hier hinten drauf fahren auf das Plateau, hier ein bisschen aufmachen, was da hinten fährt. Aber meine Position ist eigentlich auch hier, wo der Mexican hinfährt, nämlich in Richtung dieses Plateaus, weil da einfach am meisten stattfindet, am meisten Gegner anzutreffen sind. Und, muss man ganz ehrlich sagen, wenn keine Arti im Spiel ist, so wie es diesmal hier ist, dann ist das natürlich geil. Weil, wenn wir hier stehen, wo wir das jetzt gleich sehen werden, ich werde das mal in doppelter Geschwindigkeit hier ranfahren, weil der E3, ihr merkt schon, der E3 ist ein fettes Eisenschwein und der ist nicht wirklich schnell im Vorwärtsfahren. Die Position hier, wie wir es sehen, ist halt natürlich, ups,
Total, Otti auf den hinten. Überlegen wir uns, hinten steht die Arti oder da hinten. Das heißt, sie können hier rein und da rein. Das heißt, wenn ihr euch hier in Cover stellt an den Stein oder hier im Durchgang kämpfen wollt, ist das schwierig. Er ist jetzt hier auch das erste Mal schon offen. Gut, ich sag mal, solange die Frontpanzerung, und wir erinnern uns, Frontpanzerung heißt beim E3 richtig viel Eisen hier. Und der Weak Spot, der klitzekleine Weak Spot da oben drauf, ja, oder hier unten in den Ecken drin, das ist wirklich schwierig, schwierig, schwierig. Und dieses Game wird es auch mal wieder zeigen. Im Allgemeinen sind diese Weak Spots auf Distanz nicht so richtig gut zu treffen. Ja, hier haben wir, was ich immer persönlich ganz gut finde, wenn Leute sich mehr trauen als ich selber und sich in Gefahr begeben und für mich checken, was denn an Gegnern alles da so rumsteht, dann ist das eigentlich eine wunderbare Sache. Ich frage mich jetzt gerade, ja doch, das war wahrscheinlich ein Schuss, der hier so quer rüber ging für den Tiger 2 bestimmt. Was haben wir hier für eine Situation? Wir haben hier einen E75 oben auf dem Hill drauf. Man fragt sich, jo, untere Wanne kann man machen beim E3, muss man aber nicht, weil da wird man keinen Spaß haben. Zumindest nicht in der Mitte. Nun weiß man es nicht, was der E75 dabei gedacht hat. Vielleicht hat er sich gar nichts dabei gemacht, so wie ich annehme. Denn der weitere Verlauf wird eigentlich zeigen, dass er eher dazu übergeht, nicht so schrecklich viel zu denken, weil nach Einnahme von größeren Kalibern in Form von gehärtetem Stahl, die auf ihn zufliegen, sieht der E75 das nicht als besonders ratsam, die Position zu wechseln. Und so kann man machen, muss man aber nicht. So kann der Mexican hier eben ein nach dem anderen reinzwiebeln und weil es ja so schön symmetrisch sein sollte, kommt er jetzt an der anderen Seite wieder raus und auch noch so gewinkelt. Na? 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 Ja, wie gesagt, fahrt ihr in E75, dann winkelt ihn doch bitte so an, dass man da nicht durchkommt. Und da oben braucht ihr auch nicht hinfahren, weil da oben, das ist nicht gut. Jetzt haben wir hier einiges an Gegnern, unter anderem auch einen T30. Und dieser T30, der hat natürlich die Möglichkeit, böse Auer zu machen. Aber wie wir sehen, T30 und T28, die da hinten rumgammeln im Hintergrund, haben geschossen. Aber hier können wir ganz getrost ganz vergessen. Und da oben auch. Weil ihr wisst ja noch, nicht wirklich ein Weak Spot bei dem Gerät, sondern eher ein versteckter. Ja, ein versteckter Weak Spot, ein kein Weak Spot sozusagen. Der zweite Abpraller oben auf dem Dach. Na, das ist schon gar nicht schlecht gedacht, weil unter dem richtigen Winkel kann man schon hier oben ins Dach reinschießen, aber anscheinend nicht aus dem Winkel. T28 versucht sich weiter. Er geht jetzt sehr schlau. Sieht erstmal zu, dass er den T30 hier runterschießt, weil der weg muss, ganz klar. T30 hier mit der gefährlichste Gegner. Dicke Gun drauf, vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall T30 gefährlich, weil wenn dicke Gun, böse Aua. Dann macht er nämlich genauso viel Aua wie der E3 und Hulldown gestellt ist er auch gar nicht so schlecht, hat er halt eben auch einen Fehler gemacht. Der hätte halt auf jeden Fall sich so hinstellen sollen, dass er Hulldown gehen kann. So, hier sehen wir so ein bisschen ja, den Nachteil an der Situation jetzt hier gerade für ihn. Er kommt hier nicht so Hulldown, wie er gerne möchte. Und er hat auch noch irgendwie einen Kollegen, der hier so richtig geil arbeitet. Und ja, ich würde dich ja Tiger 2 schon wieder zum Mond schießen, irgendwie mental. Weil wer stellt sich so nah hinter einen TD? Das ist bescheuert und macht keinen Spaß. Und im Gegenteil, ja. Kann wehtun, weil man da nicht wegkommt. So, jetzt haben wir gerade gesehen, 50, 120, klar. Wenn man dem auf die Kanone schießt oder auf den Gunmantlet da vorne, da tut sich nichts mit Schaden. Ansonsten ist er weich genug und auch beseitigbar, aber halt eben nicht an der Kanone, klar. Aber Wurst mit dem E3, ihr seht zwar, er hat jetzt seine normale Munition aufgebraucht. Ich weiß auch nicht, warum der 13 Gold mitschleppt. Ich halte 13 Gold für etwas übertrieben, ein klein wenig. Hier eben haben wir auch gesehen, dass die Gun auf richtig große Distanz jetzt auch keine E50M-Kanone ist.
sondern da schon irgendwie, ja, aber Auto-Aim an, auf die Distanz irgendwie, gib ihm. So, was, ich denke mal, jetzt hat er sich überlegt, naja gut, fahre ich vor, und hat sich dann aber irgendwie rechtzeitig überlegt, dass das keine gute Idee ist. Denn da ist der Rheinmetall noch, da ist der E50M noch und 1390 ist auch nicht offen gewesen. Gut, der ist jetzt nicht so die Gefahr. Aber wenn der 1390 sich irgendwie hintereinklemmt, ist das auch Aua. Was er jetzt nicht bemerkt hat, ist, dass hier ein T44 sich von hinten angeschlichen hat. Gepaart mit einem M103. Der M103 kann ihn hier in die Seite flanken. Der T44 versucht es nochmal an Wanne oder hier quasi, ja, kannst vergessen. Deswegen bist du auch tot, T44, weil du sowas versuchst. So, jetzt ist es ganz witzig. M103 versucht es weiter fleißig irgendwie, ja, aber aus der Fahrt, sage ich mal, und dann noch anscheinend auf die falschen Stellen geschossen. Er kann ihm noch einen verpellen, er schießt wieder irgendwo hin, aber nicht dahin, wo es durchgeht. Wobei der an der Wanne, der war schon ganz gut gedacht, aber nicht weit genug außen. Jo, der M103, den beschleicht langsam schon wahrscheinlich so das Gefühl, scheiße, da habe ich mir auch was Doofes eingelassen und bezahlt dies dann mit dem Leben. Inzwischen haben wir ein recht ausgeglichenes Verhältnis von geblockten Schaden und erteilten Schaden, ist nämlich ungefähr gleich um die 7000 rum. Und das zeigt schon mal, wo die Stärken des E3 sind. Die sind nicht im schnell durch die Map cruisen. Die sind es nicht im die Gun Depression des Herrn haben, sondern die sind es halt einfach in der fetten Panzerung. Und was er jetzt hier macht, Prot, der kommuniziert ein bisschen. Naja, okay. Er kommuniziert mit dem Prototyp, der soll verdammt nochmal die Badget platt machen. Da gebe ich ihm recht, weil eine Badget ist natürlich für den E3 ein ja, ernstzunehmender Gegner, weil die Badget kloppt 5x 400 Schaden raus, roundabout. Und das wäre dann halt eben das Ende von dem E3 in seinem jetzigen Zustand. Insofern, ja, keine Ahnung, was da der Prototyp, die Badget hat ja nicht mehr so entsetzlich viel Leben. 157, die kann der Tod spucken, aber ja, ist es ist wie es ist random und in random ist halt, ich sag's mal so, Kommunikation nicht immer groß geschrieben, denn ich habe ja überhaupt gar kein Problem, ich bin ja selber kein überaus guter Spieler, sondern ich bin ein Durchschnittsspieler und ich freue mich aber immer, wenn ein guter Spieler mir Ratschläge gibt und ich dann mir denke so, oh scheiße, das habe ich gar nicht gesehen, na klar, hat er recht, da muss ich ja was tun. Insofern, ich finde es immer gut, wenn jemand Ratschläge gibt, aber manche einer hat dann vielleicht zu viel Angst oder kann es einfach spielerisch nicht umsetzen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt haben wir die Problematik. Er klebt jetzt hier hinter dem Kollegen und hat einen E50M hinter sich. Der E50M macht jetzt den entscheidenden Fehler. Er hätte jetzt mit seiner Rate of Fire drauf pochen müssen, dass er ihn dauergetrackt halten kann, beziehungsweise ihn tracken, weil wenn das Monster sich halt umdreht, dann ist halt irgendwie doof. Und wenn man dann noch nicht mal seitlich zu ihm stehend durchkommt, dann ist das erst recht doof. So, jetzt parkt der E50M rückwärts hinter dem Wrack ein. Da fällt mir das Weihnachtslied ein. Was soll das bedeuten? Was will der Dichter uns damit sagen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall versucht er jetzt irgendwie entweder durch einen Weakspot oben durchzukommen, was ich mal stark annehme. Ja, ich denke mal schon. Aber das ist natürlich auch wieder Unwissenheit. Zu stark gewinkelt, E50M. Nein, das machen wir so nicht. Jetzt hat er Glück. Jetzt hat er Glück gehabt. Jetzt hat er hier oben, was ich euch vorhin gesagt habe, hat er hier oben durch die, wahrscheinlich oben durch das Dach da durchgeschossen. Sieht man nicht so ganz genau, aber ich glaube, das soll der Fleck da uns andeuten. Aber ist halt dann eine relativ, ja, man kann nicht vorm E3 rumhampeln, sich hinter dem Wrack verstecken, noch so schlecht verstecken, dass überall was rausguckt. Und ja, das funktioniert nicht. So, es ist übrig, der Wedget, der auch immer noch das Potenzial hat, jetzt mehr denn je, ihn relativ fix mit weniger als einem halben Magazin Platz zu machen. Auf der Uhr stehen mittlerweile 10.000 Damage und 7.700 geblockten Schaden. Und ich meine, überlegt euch mal, 7.700 geblockter Schaden.
das ist schon ein lieber Herr Gesangsverein. Wir spulen hier nochmal ein bisschen vor, weil jetzt nicht mehr so viel Spannendes passiert. Aber 7700 Schaden geblockt, da überlegt euch mal, wie, also 2, 4, 6, der hätte jetzt schon dreimal eigentlich tot sein können. Ja, wenn er die gute Panzerung nicht gehabt hätte. Und das ist halt eben auch das A und O. Der ist jetzt nicht der Flankenwechsler und er ist jetzt nicht der, der, wow, Badshade von hinten. Er ist jetzt nicht der, der, Positionen wechselt, sondern du entscheidest dich für eine Flanke und du kannst dann in der Flanke irgendwie nach vorne rücken, aber er ist auch nicht der, der sich wehren kann, dass er umrundet wird. Das geht alles nicht mit dem E3. Aber er ist halt ein hammerkrasses, oberböses Gerät, wenn es darum geht, irgendeine Hulldown-Position, sage ich mal, zu halten und dann richtig böse Schaden nach vorne auszukellen und alle Schüsse zu bouncen. Beziehungsweise auch interessant, ne? Was ich habe euch ja, oder wir haben ja mit dem Bio zusammen, haben euch ja gesagt, wo der Weak Spot eigentlich ist bei dem Gerät, der eigentlich zuverlässige. Ups, was passiert jetzt hier? Und der ist halt einfach hier oben drauf. Da, die kriegen wir das noch ein bisschen näher ran. Ja, hier, der Ring. Das ist halt einfach, ja, ich weiß es nicht. Man muss sich schon so ein bisschen mit dem Game befassen, damit man halt eben solche Gegner wie den E3 so ein bisschen in den Griff kriegt. Also ich habe vor dem Game gewonnen, wunderbar. Ich habe vor dem auch keine Angst als Gegner. Ich finde ihn halt nervig, weil ich sag's ganz ehrlich, wenn du auf Distanz zu dem stehst, dann, und selbst mit dem E50M, du triffst das hier oben nicht. Steht der auf 300 Meter Distanz, du triffst das nicht. Also das ist nur jeder vierte Schuss oder sowas. Und dann überlegt ihr euch, jeder vierte Schuss macht ihm dann 400 Damage, da lacht er sich auch drüber tot. Dann wackelt er noch ein bisschen hin und her. Also, ist kein Angstgegner für mich, muss man anders überlegen. Muss man dann halt überlegen, umrunden, seitlich flankieren oder halt wirklich extrem snipern auf diese Stelle dort. Ihr könnt auch, wenn ihr hier mit einem, selbst mit einem großen Kaliber HE auf diese fette Panzerung schießt, da macht ihr keinen bis Mickey-Maus-Schaden. Also, das Ding ist schon fies. Das ist auf jeden Fall fies, das Gerät. Und ja, weil zu jeder Runde auch noch irgendwie ein Abschluss gehört, gucken wir uns jetzt einfach mal nochmal die Postgame-Stats an, was das alles in Zahlen bedeutet hat. Macht's gut, bis gleich. Juppidi-jupp, da sind wir. Victory, klar, haben wir alle gesehen. 108.000 Brutto-Credits hat er rausbekommen. Das ist ein sehr anständiger Wert, sage ich mal, für einen Nicht-Gold-Tank. Das ist ordentlich. Gemastert hat er das Ding, Blech hat er bekommen. 4.000 gedoppelt, also sozusagen 2.000 XP mit Premium, anständig. Cool-headed, klar, 10 Abpraller in Reihe, logisch, Stahlwolle hätte ich jetzt fast gesagt, Steelwall, Stahlwand natürlich auch und High-Kaliber, am meisten Schaden gemacht im Team, klar, das ist bei so einer Runde schon angesagt. 10.043 Schaden ausgeteilt, 5 Kills dabei noch eingesammelt, 22.000 sind übrig geblieben. Also, was sagt uns das? Goldschießen mit dem E3, ja, kann mich nicht so richtig erinnern, als ich den gefahren habe. Ich hatte so das Gefühl, man braucht eigentlich kein Gold. Vielleicht könnt ihr mir ja mal mitteilen, ob ihr Gold bei dem verwendet. Ich kann mich da nicht so genau dran erinnern, aber ich glaube, das war jetzt nicht so der Tank, wo ich im Hinterkopf hatte, oh, da musst du viel Gold schießen. Also insofern ist vielleicht irgendein Setup gewesen aus dem Clan War. Den nimmt man ja nicht mit Clan War. Keine Ahnung, warum der so viel Gold mit hatte. Werden wir wohl auch nie erfahren vom Mother Trucking Mexican. Ich habe mir eben gerade mal überlegt, wollte er sich vielleicht Motherfucking Mexican nennen? Und was soll? Durch die Blume? Sag's durch die Blume? Ich weiß es nicht. Ja, 7-7 Schaden geblockt. Eine wirklich schöne Runde, finde ich, um den E3 vorzustellen. Halt eben auch um. Ich fand es ganz interessant. Also war jetzt so eine Runde, findest du schon bei WOT Replays ab und zu mal. Aber der zeigte halt so schön, dass die viele doch sich mit den Weak Spots von dem Teil überhaupt noch nicht befasst haben. Eigentlich komisch. Sieht man den so selten? Oder befassen sich überhaupt die Leute nicht mit Weak Spots? Spielen nur aus Spaß? Manchmal hat man so das Gefühl. Peace out!